ich sage dazu, dass man also den Freiheitsbegriff und das Freiheitsverständnis nicht auf die Frage reduzieren darf, sozusagen, dass das nur ausgelebt werden kann, wenn Geld da ist. Also sozusagen nur von der Grundanmerkung oder von meinem Grundverständnis her. Also das hat schon was mit einer Geisteshaltung zu tun. Will ich überhaupt meine Dinge selbst in die Hand nehmen? Habe ich überhaupt den Antrieb und das Interesse zu gestalten? Zum Beispiel mein Interesse, in die Politik zu gehen, war immer zu sagen, bevor andere das für mich machen, und die machen das hundertprozentig, will ich mich selber drum kümmern. Also das war sozusagen der Antrieb zu sagen, ich will selber eigenverantwortlich mich einbringen. Das ist der eine Aspekt. Aber sicher ist es so, dass es in Bereichen Dinge gibt, wo man dann, also gerade was meinetwegen Bildung, Ausbildung angeht, wo, und das wissen wir immer noch von den ganzen Studien, dass der soziale, finanzielle Hintergrund sozusagen des Elternhauses eine entscheidende Rolle auch weiterhin spielt für den Bildungsabschluss der Schülerinnen und Schüler. Und das ist eine Baustelle, das ist auch nicht hinzunehmen, sondern da ist Politik auch gefordert und auch der Staat gefordert, hier diese Chancengleichheit, kann man schon nur darüber streiten. Also wir haben immer die Diskussion bei uns über Chancengleichheit versus Chancengerechtigkeit. Ja. Chancengerechtigkeit ist, glaube ich, fast der bessere Begriff, weil Gleichmacherei wiederum auch möglicherweise eher freiheitsfeindlich ist. Also dass Chancengerechtigkeit ein zentraler Punkt ist in einer Gesellschaft, um den Zugang auch zur Bildung zu haben. Deshalb ist es richtig, dass es solche Förderinstrumente wie BAföG und Ähnliches gibt, um den Zugang zu ermöglichen. Es darf aber auch nicht umschlagen in die Forderung, und das ist dann schnell, ich sag mal, eine aus anderen Geistesrichtungen sagen, wir machen alle gleich. Das wäre auch falsch, weil man dann sozusagen die verschiedenen individuellen Gegebenheiten ignorieren würde, und das ist, meine ich, dann würde der Staat kommen und sagen, wir machen alles gleich. Das würde mir extrem widerstreben von meinem Grundverständnis her, sondern dann ist der Staat gefordert, sozusagen die Chancen zu erhöhen bei denen, die möglicherweise eben vor diesen Problemen stehen. Also grundsätzlich stimme ich da auf jeden Fall zu. Also ich glaube auch, dass Freiheit jetzt nicht ausschließlich ein finanzielles Problem ist oder dass man das an finanziellen Mitteln messen kann, dass das auf jeden Fall eine Geisteshaltung ist. Aber ich glaube auch, dass in unserer Gesellschaft heute eben Geld auch einfach ein ganz elementarer Punkt ist, weil wir uns eben nicht mehr selbst versorgen, sondern auf andere Dienstleistungen oder Güter angewiesen sind, die wir gar nicht mehr selbst irgendwie herstellen können oder produzieren können. Und ich glaube schon, dass da auf jeden Fall der finanzielle Aspekt sehr wichtiger ist. Und ich glaube auch nicht, dass man alles gleich machen sollte. Aber ich glaube schon, dass die Chance eben für jeden gleich sein muss. Und deshalb muss jeder erstmal ein gleiches Startkapital überhaupt haben. Also jetzt nicht auch unbedingt nur finanziell, aber grundsätzlich, dass jeder erstmal die gleiche Chance hat, überhaupt sich beweisen zu können und überhaupt frei werden zu können. Wir können auch ruhig den Punkt vorziehen, der eigentlich erst später in der Sendung geplant war, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, was damit zusammenhängt, denn das passt ja nun genau rein. Also die Idee ist eigentlich beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass wir jeden Menschen in der Gesellschaft als ein vollwertiges Mitglied, als Bruder oder Schwester im christlichen Sinne akzeptieren und ihnen eben dieses Leben überhaupt, also eine Chance auf das Leben, ein Recht auf das Leben zusprechen. Und man versteht eben heutzutage dieses finanzielle Mittel als Bedingung eben. Und also, dass man überhaupt teilhaben kann an der Gesellschaft, und das bedingungslose Grundeinkommen sagt, wir zahlen jedem Menschen bedingungslos ein Grundeinkommen aus, mit dem er sozusagen überhaupt erstmal eine Basis hat, aus der er heraus tätig werden kann. Steckt dahinter auch so ein bisschen die Angst, nach hinten hin kein Geld zu verdienen, nicht das zu erreichen, was man erreichen möchte? Nee, das glaube ich gar nicht. Also ich glaube ehrlich gesagt eher, dass das bedingungslose Grundeinkommen eine Chance wäre, dass jeder Mensch eigenverantwortlich eben handelt, weil man hat keine Ausreden mehr von wegen, ja, wenn ich nicht aus einem finanziell armen Elternhaus komme oder ich von meinem Ehemann abhängig bin, etc., etc., sondern man ist von einem Tag auf den anderen selbst für sich verantwortlich. Ich glaube, das ist gar nicht mal so, dass man vielleicht irgendwie plant, man muss da nicht mehr arbeiten gehen, weil so viel Geld ist es ja letztendlich auch nicht. Freiheit über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also zunächst mal, glaube ich, ist wichtig, denke, das ist nicht so gemeint, aber dass selbstverständlich auch ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen
völlig klar ist und anerkannt ist, dass jeder ein Recht hat, erstens zu leben sowieso, aber auch einen Anspruch darauf, sich entsprechend überall auch einbringen zu können und partizipieren zu können. Das vorweggeschickt. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt ja, dass man ungeachtet der individuellen Situation pauschal einen Geldbetrag bekommt. Das halte ich für ungerecht, weil dann auch derjenige, der die Leistungsfähigkeit hat, auch innerhalb der Familie, also man kann auch nicht ganz ausblenden, dass Eltern für ihre Kinder verantwortlich sind, also da, wo sozusagen die finanziellen Möglichkeiten da sind, auch ich meine, die Eltern in der Verantwortung sind, bevor nach dem Staat gerufen wird, der das dann ja umfinanziert, das muss ja dann über Steuermittel irgendwo auch eingenommen werden, dass das dann, wird ja anderen Menschen dann genommen, dass da erstmal sozusagen die Familie intern gefordert ist, hier sich entsprechend einzubringen, nachzudefinierenden dann Standards, die auch eingeklagt werden können.